to the Western Hills. Buongiorno. Heute mal ein bisschen später. Ich habe gerade noch mal entspannt 2 Stunden Schlaf nachgeholt. Letzte Nacht war Cent kurz. Buongiorno. Sì. Bitte schön. Bonjour, monsieur. See. Ach Scheiße, jetzt ist das Pferd natürlich wieder Schrotti Karotti. Bonjour, Monsieur. Interessant, was da los ist.
Ist hier kein Angriff? Doch, da. Buongiorno. No, grazie. Boah. Grazie. Theoretisch kann ich eigentlich mal Sammelbuch hier durchgehen. Der 32 Meter Miller.
Warum brauchen diese Sachen jetzt wieder so lange? Das sind vom gleichen Ersteller wahrscheinlich so 3000 GB große Dateien, dass sie so lange brauchen. Die ist doch gar nicht mehr da, oder? Meine Güte, geh doch jetzt geradeaus. So, bevor mich das Pferd noch tritt, weg. Ich habe halt zero Platz, ne? Ist halt die Frage, soll ich das jetzt alles hier schon einlösen oder nicht? Aber im Grunde genommen ist es auch egal.
$400. Hundertzwanzig habe ich noch. Okay. Kack. Statue habe ich. Ich kann noch. So. So, dann testen wir jetzt einfach mal. Der Gerät. Ich habe noch nie jemanden damit rumfahren sehen, deswegen fahren wir jetzt einfach damit rum. Ich könnte jetzt richtig krass anpflanzen. Die Kutsche ist halt relativ geil, weil an den Seiten können sich Leute dranhängen. Das ist einfach eine Viererkutsche. Die ist richtig lässig.
Buongiorno. Buongiorno. Guten Abend. Hola, Señor. Buenas noches. Ja, das meinte ich ja, Señor. Buongiorno. Oh, buongiorno, Señor Castillo. Ich will noch gar nicht lange stören. Ich mache mich direkt wieder auf den Weg. Ma'am. Oh, vielen Dank. Das sieht sehr gut aus. Was bekommen Sie dafür? $1.40, genau wie der Whisky. Und für die anderen Herren, darf es für Sie etwas sein? Ich würde gerne sechs Whisky. Das Geld hier auf dem Tresen. Sechs Whisky, okay. Sie für den Tisch an Grün, hä? Für jede Person eine. Und für mich noch 3 Portionen Steak mit Kartoffeln, bitte. In Ordnung, mache ich sofort fertig. Mit der Glasse, Sina. Und Sie beide? Kann ich Ihnen etwas bringen? Die Dame hat mich schon bedient, sie waren beschäftigt, sie wollte nicht stören. Ah, danke. Und Sie da hinten? Was haben Sie denn im Angebot? Wir hätten Suppe, Kartoffeln mit Fleisch und normale Kartoffeln. Oder wenn Sie was trinken wollen, hätten wir Wasser, Schnaps, Whisky und Bier. Was kostet denn das Essen? Welches? Die Kartoffeln oder die Kartoffeln mit Fleisch? Die mit Fleisch. Die würden $1.40 kosten. Ich würde eine Portion gerne hier essen und 2 Miete nehmen. In Ordnung. Später. Und Getränke, was haben Sie da im Angebot? Wasser, Bier, Whisky, Schnaps. Das wär's. Was denn für ein Schnaps? Das ist ein recht guter. Er heißt Doro. Also Gold. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich kann es nur immer auf den Flaschen lesen. Das kenne ich nicht. Was ist das für einer? Ein recht guter. Er ist Top Shelf, wie man so schön sagt. Ah, dann ist das nichts für mich. Und der Whisky, was ist das für einer? Es ist ein recht junger Bourbon Whisky. Ah, das hört sich ja nach meinem Geschmack an. Dann nehme ich so einen. Ah, alles klar. Einen Moment. Sie. Bringen Sie mir das zu dem Tisch da vorne. Ich setze mich zu dem Herrn. Ja, das tue ich. Einen Moment. Grazie. Darf ich mich dazu gesellen? Selbstverständlich. Grazie. Ja, das sind doch schon mal über den Weg gelaufen. Sie sind Jäger, aber ich habe den Namen vergessen. Richtig. Sie waren, glaube ich... Nein, was Sie machen, weiß ich gar nicht mehr. Doch, irgendwie... Castello? Castillo? Sie, das ist mein Name. Richtig. Irgendwie so. See. Doch ja, wir hatten schon was genügend. Helfen Sie mir denn auf die Sprünge? Was? Colter. Nate, Colter. Ah, Colter. Stimmt. Ah, hier ist ja ein reges Treiben. Ja. Schön, das freute mich. Richtig was los in der Stadt. See. Und wie laufen die Geschäfte? Sie könnten besser laufen, wenn ich die Leute finden würde, die ich suche. Wen suchen Sie denn? Den Apotheker. Ah, Mr. Moser. Richtig. Sie kennen ihn? Sie. Man könnte meinen, wir sind enge Bekannte. Haben Sie zufällig die Telegrammnummer von ihm? Sie, die müsste ich haben. Das wäre wär einmal zum Hieressen.
Hier wäre das Abgepackte und der Whisky kommt auch sofort. Das wäre dieser, glaube ich. Grazie. Was macht er das insgesamt? Nicht, dass ich hier nachher weglaufe, ohne zu zahlen. Das wollen wir beide nicht. Das würde 5,60 Dollar Penning machen. So. Kleiner habe ich es nicht. Bitteschön. Vielen Dank. Das Essen war hervorragend. Darf ich Ihnen den Teller so reichen? Ja. Vielen Dank. Sie suchen ihn wahrscheinlich wegen Leder oder dieses von den Schlangen. Oh? Richtig. Schlangengift. Das war sein größtes Begehren. Sieh, das hat er mir gesagt, dass er das kaufen möchte. Er hatte mir ein Telegramm geschrieben, wie er mir sagte. Und daraufhin sage ich, ich werde ihm darauf antworten, aber das Telegramm ist wohl nicht angekommen. Nur, dass ich nichts falsch habe. Waren 6 Essen und 3 Whisky. Stimmt's? Was hat denn sie denn vereinbart? Vielleicht kann ich ja als Zwischenmann helfen. Was meint ihr? Ich habe ihm ja schon was verkauft. Und wie gesagt, er hatte mir noch geschrieben wegen anderen Sachen. Aber irgendwie ist sein Telegramm nicht angekommen. Entweder hat der Telegraf da irgendwie, ich weiß nicht, die Tinte verwischt oder er hat die falsche Nummer notiert. Ich weiß es nicht. Buongiorno. Etwas ausmachen, ein bisschen leise zu reden. Ja, kein Problem. Das passt lieber, vielen Dank. Sieh, wir können ja gleich, nachdem ich hier aufgegessen habe und aufgetrunken habe, zur Telegrammstation gehen. Dann kann ich vielleicht weiterhelfen. Ja, das wäre wundervoll. Weil ich habe jetzt schon ein paar Tage versucht, ihn irgendwo anzutreffen, aber... Ja, das ist ja immer so. Die Leute, die man sucht, die findet man nicht, aber andere laufen einen ständig über den Weg. Ja, die Ärztin, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, von der Arztpraxis hier, die sagte mir gerade, ich sollte eventuell ans schwarze Brett gucken. Vorsicht, das ist ein Doktor. Er hat wohl inseriert. Sie hat er. Aber dann sind sie über den Weg gelaufen. Wie ich sehe, sind sie wirklich erfolgreich mit der Schlangenjagd. wollen sie es unter sich verteilen? Ja, ich hatte gehört, dass diese Schlangengift sehr teuer ist. No? Sagen wir mal so, er zahlt mir einen sehr guten Preis dafür. Guten Hunger. Was zahlt man denn dafür? Das ist... Guten Abend zusammen. In Anbetracht, dass die... Guten Abend. In Anbetracht, dass man... ja. Sehr suchen muss. Kann ich Ihnen etwas zu essen? Bekommt man $1,50 dafür. Für so eine kleine Fiole. Das ist ganz schön teuer. Oh, in Ordnung. Reiten Sie mal ein bisschen durch die Gegend und versuchen Sie mal einfach so Schlangen zu finden. Oh, das ist gar kein Problem. So oft wie mein Pferd scheut vor irgendwelchen Schlangen. Gibt es ja überall. Vielleicht haben Sie einfach an der falschen Stelle gesucht. Darf man sich setzen? Buongiorno. Meinetwegen gerne. Schönen guten Abend, Sven. Der Herr, Abend. Ist das für Sie in Ordnung? Für mich ist es in Ordnung, klar. Perfetto. Gracias. Habt ihr zufällig Mosaik gesehen? Der ist schlafen. Ah, oh, das ist schlecht. Hier ist Mr. Colta und er möchte gerne Schlangengift-Fiolen an Mosa verkaufen. Ja, war irgendwie müde und hat sich. Ja. Ah. Na dann werden wir das gleich über die Telegram-Nummer einfach machen, Sie. Ja. Wie gesagt, er sagt, er hatte mir geschrieben, aber es ist leider nicht angekommen.
Wen gehört diese Kutsche vor der Tür? Hast du das gesehen? Sie. Meinst du die mit den großen das Tank? Ja, genau. Das ist meine. Wie, das ist deine? Was machst du damit? Das Stallmeister sagte, dass die Kutsche wohl früher hier für irgendwie diese Ölkompanie benutzt wurde. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, die kann ich vielleicht für Wasser benutzen, weil es ist immer etwas lästig, vom Fluss das Wasser abzuschöpfen und die ganze Zeit den Eimer hin und her zu tragen bis zum Feld, damit ich die Pflanzen wässern kann. Ja, durchaus. Ich dachte mir, ich fülle die einfach mal. Ja, und? Wie viel passt rein? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Brauchst du Hilfe? Naja, also ich denke, dass dort so 1, 2, 3 Eimer hineinpassen. Also wahrscheinlich wird das ein bisschen dauern, bis die voll ist. Sie? Gut möglich, ja. Aber Signore, Sie arbeiten weiterhin in Ennisburg, also, oder? Also, Wassertank? Wenn ich fragen darf. Jetzt bitte? Haben wir alle drei Fragen gestellt und keiner kriegt eine Antwort. Sehr schön. Und ich habe keine einzige verstanden. Sie, ich fange einfach mal an mit meiner Frage nochmal. Mr. Colter, Sie arbeiten immer noch oben in Ennisburg? Nein, ich arbeite nicht in Ennisburg. Ah, no, Sie waren das nicht. Das war der andere Jäger. Über Rhodes. Mr. Colter, Sie wohnen wieder in den Heartlands, richtig? Sie leben in diesem Haus, was in der Erde eingefasst ist. Richtig. Ich weiß nicht, ist das Ihre Frau oder Ihre Schwester, die blonde Dame? Schwester. Schwester? Ja. Ja, die Dame kann auch ziemlich gut mit Pferden, ist mir aufgefallen. Das kann sie. Und dann ist da noch eine Dame. Ich glaube, sie ist ebenfalls Jägerin, oder? Richtig, die andere Schwester. Was war Ihre Frage, Signore? Meine? Ja, genau. Sie? Mr. Colter, meine Nein, Frage ich hatte einfach nur die Frage, auf die Frage mit dem Wasser. Ist nicht im Hafen so ein Wasserturm? Die Dampfboote müssen ja auch irgendwie befüllt werden. Das ist eine sehr gute Hinweis. Muss ich mal schauen, ob ich das da befüllen kann. Und was war deine Frage, Cäsar? Wurde beantwortet, indem du gesagt hast, Mr. Colter. Ah, Däne. Es ist wirklich voll hier im Salon heute. Juan, bist du heute gut drauf oder no? Geht so. Geht so. Du fragst wegen Musik, oder? Si. No, wenn du nicht in Stimmung bist, dann will ich das auch nicht hören. Später vielleicht. Die Herren arbeiten alle auf der Farm, oder wie verstehe ich das? Bis jetzt noch nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige von uns. Durchaus. Ich bin ein ziemlicher Pferdesympathisant. In etwa wie Ihre Schwester, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann sind sie beide wohl im Pferdegeschäft. Ihre Schwester? Nein, sie denn ja auch, wenn sie einen Pferde sind. Achso, ja. Ja, ich bin kein offizieller Trainer.
Ihre Schwester scheint das. Was ist los mit dir? Ja. Also, Sie arbeiten nicht mit Pferden? Zu wenig geschlafen, ein bisschen müde vielleicht. Ich handle nicht mit Pferden, nein. Aber Sie trainieren sie. Wenn man das Training nennen kann, dann durchaus, ja. Ich hatte auch eine sehr rastlose Nacht. Gestern. Ja, also wenn man das Training nennen kann, dann ja, dann trainiere ich die Pferde. Ich bin ihnen einfach ein guter Freund in Pferden. Sie, verstehe. Okay. Ach, ja. Also, hatten Sie die Tage etwas von einem Zirkus gehört? No. Es gab einen in Rhodes, irgendwo da an der Ecke. Wird einen gegeben haben. In Rhodes? Es gab aber nur Katzen zu sehen und verfaultes Obst. Na gut, dann habe ich ja nichts verpasst. Weil vorgestern ist irgendwie so eine bunte Truppe durch Rhodes gezogen und die sagten, zur siebten Abendstunde in Saint-Denis kommt der Zirkus. Oh. Ja, dann war das in Rhodes vielleicht ein schlechter Scherz, weil die haben dort, naja, Straßenkatzen vorgeführt. Ja. Also wurde mir erzählt. Ich habe es nicht selber gesehen, aber ja. Dann habe ich ja nichts verpasst. Sie. Und Gabriel, die Herrschaft in der Trieben scheint ein recht angeregtes Gespräch zu führen, damit wollte ich nicht stören mit der Musik. Vielleicht, wenn sich die eine Dame da vorne. Ich glaube, das ist die, die da steht. Ja, wenn der Gewerbe mich zukommt, was sich was wünscht, dann vielleicht. Sie. Ich war vorhin hier in Saint-Denis am Hafen und der Herr, der Angelköder verkauft, der verkauft jetzt auch eine Angel. Sie. Wirklich? Habe ich gesehen, ich war vorhin dort, habe Köder gekauft, ja. Ich weiß gar nicht, wer hatte mich denn noch gefragt? Sah nach einem sehr einfachen Modell aus. Also die Angel. Also für mich ist das eh alles nur ein Stock und ein Fallen. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich kann es gerne mal zeigen. Sehr gerne. Mich fragte nur ein Herr danach, ob ich wüsste, wo man sowas bekommt. Aber ja, hier unten in Saint-Denis, unweit der Telegrammstation. Da gibt es einen Stand, wo man ein Herr, der da Angelköder verkauft. Und mittlerweile verkauft er auch Angeln. Ja, ich hatte da schon rüber geguckt. Das ist ja direkt neben dem Schlachter. Okay. Aber nein, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Und ist heute schon irgendwas passiert in der Stadt? Irgendwas, das man wissen sollte? In Rhodes gab es noch vorhin so eine kleine Auseinandersetzung. Aha. Irgendwie ein Mitbürger hat sich wohl mit dem Sheriff angelegt, aber.
Ich werde ganz kurz die Örtlichkeiten aufsuchen. Gabriele, ich muss gleich einmal mit dir sprechen. Sie. In Ordnung. Hat jemand der Herren eine Uhr? No, aber vielleicht hier der Besitzer von diesem Laden da hinten oder die Dame hinterm Tresen? Ich weiß nicht. Ich frage mal. Ansonsten haben wir einen Feinmechaniker in der Stadt, der Uhren verkauft. Der hat sich mir schon vorgestellt. Ja, ein ganz netter Herr. Ja. Sieh. Sieh mal eine an. Ja, es ist 9:30. Buongiorno. Buenas tardes. Wer ist das? Schönen guten Abend. Guten Abend, ja. Das ist Mr. Colter und das ist Mr. Blair. Ah. Ja, angenehm, Ihre Bandschaft zu machen. Ja, jedenfalls. 9:30, sagte mir der Barkeeper. Oh. Könnten wir denn kurz wegen der Telegrammnummer gucken? Sie, das können wir gerne machen. Geben Sie mir noch einen kleinen Moment, dann schiebe ich ja alles einmal zusammen. Dann können wir herübergehen. Gut. Herr Ferrucci, es tut mir leid. Ich warte schon mal draußen. Ja, fragen, machen Sie das. Ich hätte auch die Telegrammnummer. Ich würde gerne nach Hause gehen. Warum ist es hier, oder wie? Bis gleich. Von dem Apotheker Moser? Ja. Die haben Sie hier. Das ist ja verständlich, meine Güte. Ach, das ist ja wundervoll. Sie ist bereit. Warten Sie. 14. Ja. SD9771. SD9771. Genau. Es tut mir leid, ich habe die Zahlen vertauscht. SD9771. Wundervoll. Einen schönen Abend noch. Gottes Segen. Ja, dann vielen Dank. Kein Problem. Den Herrschaften noch einen schönen Abend. Ebenso, Mr. Colter. Das ist für Sie auch. Ein gesegneten Abend. Möge Gott mit Ihnen sein. Arrivederci. Ihnen auch. Sie auch. Ja, wieder schon. Oh, meine Güte, was ist das? Das ist, glaube ich, eine von diesen Heiden. Ach so, wirklich? Die uns den Tag entgegenkamen. Ich habe die eingeladen. Die eingeladen. Kirche, sie, ich wusste das nicht. Und dann wurden die direkt ausfallend. Guten Abend. Verstehe. Das ist sehr schlimm. Gut. Ist hier einer von den Sheriffs da? Noch den Jacken. Im Department ist keiner. Darum suche ich auch. Okay. Na, dann schaue ich mal vorbei. Vielen Dank. Einen gesegneten Abend für Sie. Ich habe mir was überlegt. Ich habe mir was überlegt. Okay. Unser wunderschöner Freund, Mr. Caesar, ist ein Pferdetrainer. Oder kann gut mit Pferden umgehen, meine Güte. Irgendwo verschwinden da die Grenzen. Was ist, wenn wir... Naja, Miss Monroe hat ja keine Mitarbeiter mehr. Wäre doch schön, wenn dort jemand arbeitet. Und Platz hat zu arbeiten. Ruhe ist wichtig. Mr. Ferrucci, eine gute Nacht. Macht das Sinn? Schön stadtnahe. Nicht allzu abgelegen. Und welchen Vorteil bringt uns das? Naja, die Nähe zur Stadt. Man könnte beobachten, wer sich in einer Richtung Norden bewegt. Jus, Gott sei mit Ihnen.
Arrivederci. Guten Abend noch. Sie auch, Gott schütze Sie. Bis wieder mir. Naja, fickt euch, verpisst euch. So. Von der Seite, Koda. Wer Richtung Norden reicht, gerne mal. Du bist ein Schandmaul. Warum denn? Manchmal ist es vonnöten, das zu sagen, was man denkt, ne? No? Ja, selbstverständlich. Gut, jetzt erklär mir mal ganz kurz, warum ich für irgendjemanden arbeiten soll. Wer redet denn von für irgendjemanden? Mit irgendjemanden? Du musst doch nicht für sie arbeiten, meine Güte. Du kümmerst dich nicht um ihre Geuler. Aber du hast Platz, falls du mal irgendetwas benötigst. So würden wir auch zum Beispiel an Ackerflächen kommen, die natürlich auch benötigt werden, um gewisse Dinge anzubauen. Und niemand könnte sich aufregen. Ja. Wenn ihr wollt, dass ich das tue, dann mache ich das. Das ist ein Vorschlag, meine Güte. Also, ich finde, das sollte Cäsar selber wissen, ob er dort arbeiten möchte oder nicht. Ich kenne die Frau ja noch nicht mal. Dann lernst du sie halt kennen dadurch. Wer kichert denn da so? Es hört sich an, als würden die da oben... Nein. Was denn? Unzucht treiben. Dias mio. Also ich muss sie erst kennenlernen, ansonsten, und ich muss wissen, was auf mich zukommt, bevor es nachher heißt, ich kriege 10.000 Pferde auf einmal und muss die bis zum Ende der Woche austrainiert haben. Nein. Ich kann dir mal ein ganz kurzes Profil erstellen, wenn du möchtest. Also, Miss Monroe ist eine Dame, die gerne von ihrem Mann alleine gelassen wird, während er sie mit anderen Damen vergnügt, treibt sie sich hier allein im County rum. Trifft auf Sheriffs, ehemalige Sheriffs mittlerweile, die gerne, naja, ekelhafte Dinge von sich geben. Und wir waren letztens bei Miss Monroe zu Hause. Mr. Gabriel hat sich gerne mit ihr etwas unterhalten. Und da stellt sie hierbei auch die Frage, ob wir ihr die Augen öffnen konnten, ob sie bereit ist, gegen den Kapitalismus zu arbeiten. Mhm. Da gibt es übrigens Neuigkeiten. Es gibt Neuigkeiten. Sie ist, also zuerst hat sie mir erzählt, dass sie ihre ehemalige Mitarbeiterin wieder getroffen hat und sie darauf ansprach, warum sie denn nun weg ist und warum sie nicht Bescheid gesagt hat. Oh, sie hat es vergessen. Und sie zieht es vor, alleine zu arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass Mrs. Monroe ihrer eigenen Aussage arm ist mittlerweile. Ihre Ersparnisse, die sie mitgenommen hatte, sind aufgebraucht und ihr würde niemals in den Sinn kommen, ihren Mann nach Geld zu fragen. Also helfen wir Miss Monroe, wieder ihren Luxus zu leben? Nein. Warum sollten wir das tun, die aus mir? So hört sich das für mich an. Nein. Sie ist niemals. Sie ist nur wirklich auf den Sack. Sie uns mit Ackerflächen und Farmflächen, wo man Pferde trainieren könnte. Ich weiß nicht, was du brauchst, meine Güte. Gib mir die Wildnis. Ich kann ein Pferd überall Zuneigung geben. Wie bitte? Also, naja, ich kann jedem Pferd überall zeigen. Cäsar, das hörte sich komplett falsch an, das weißt du, ne? No? Ja. Naja, Nächstenliebe. Das, Hört sich für euch falsch an, Nächstenliebe, auch wenn es ein Tier ist. No, es hörte sich eher an, wie das, was du eben von oben gehört hast. Nein, dann hätte ich gesagt, ich nehme dieses Pferd und spiele so. No. Das will ich nicht näher wissen. Gut. Nur weil ich Zuneigung gesagt habe, heißt das nicht, dass ich irgendwas mit dem Tier anstelle, was Unzucht wäre. Natürlich nicht. Oh,
Aber dir. Also, ich merke, du hast da gar keine Lust drauf, auf diese Frau mit der zu sprechen und alles. Ich kenne sie nicht mal. Ich weiß nicht, was es für eine Frau ist. Ich weiß nur, dass ihr Mann anscheinend der reinste, wie sagt man so schön, Hurenbock ist. Sehr offensichtlich, ja. Der Sünder vor dem Herrn. Und wenn wir ihr helfen können und sie damit vielleicht ein bisschen auf unsere Seite ziehen können, dann hätten wir vielleicht sogar ein bisschen politische Macht. Genau, meine Güte, du hast selbst kombiniert, das gefällt mir. Das ist so toll. Ich bin ja nicht dumm, nur weil ich nicht weiß, was sie heißt und ich es jetzt weiß. Ja. Ja, und als ich erzählte, dass sie kein Geld mehr hat, also ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst, dass ich damit sagen wollte, dass wir ihr jetzt ihrem Reichtum verhelfen wollen. Das würde völlig gegen meine Werte stehen. Ja, sie. Das bietet sogar eher noch in die Karten, sie, wenn sie ganz unten angekommen ist. Und vielleicht einfach mal einen Blick dafür bekommen, wie das Leben ist, wenn man nicht in Geld schwimmt. Was haben Sie da? Ich habe jemandem einen kleinen Gefallen getan und habe diese Dinge hier bekommen als kleinen Ausgleich. Ich dachte, ihr könnt die vielleicht gebrauchen, ich brauche die nicht. Oh. Nein, ich brauche die tatsächlich auch nicht. Meine Güte, wie viele hast du denn davon? Einen ganzen Stapel voll, wie du wahrscheinlich gerade mitbekommen hast. Oh, Dios mio. Und falls ihr die Sache nicht braucht, dann verschenkt sie an irgendwen anders. Hier, nimm mal die Karten. Die kann ich nicht brauchen. Dios mio, bitte gibst mir jetzt irgendwelche Karten. Die habe ich euch schon längst auf den Tisch gelegt. Nehmt sie doch einfach. Ja, sehr schön. Ich hätte auch noch eine auf irgendwo auf einem meiner Pferde. Ach nee, ich habe ja die Pferde schon alle abgegeben. Auf meinem Pferd. Im Sattel. Da habe ich noch eine Karte, die kann jemand von euch haben, wenn er möchte. Genau. Die würde ich dir als erstes geben. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht noch gebrauchen könntest. Es müsste so eine Stadt sein. Ein relativ makelloser Zustand. No. Brauchst du sowas noch? No. Okay, braucht jemand von euch sowas? Was? So eine relativ makellose Stadt. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, da stand was von wegen entweder Ennisburg. Oh meine Güte. Ich liebe die Arbeiterstadt. Ehrlich, harte Arbeit hat sich schon immer bewährt. Ennisburg. Ich weiß nicht, ob es Ennisburg war. Müsste ich gleich gucken. Wo sind eigentlich gerade alle Leute hin? Die könnte ich auch noch gebrauchen. Die sind gegangen. Selbst die Bedienung ist weggelaufen. Egal. Cesar, wurdest du wegen gestern schon informiert? Ja, ich war kurz ein bisschen ungläubig darüber, dass du das gemacht hast, aber naja, es war wahrscheinlich das Sinnvollste in diesem Moment. Ich habe diesen Hurenbock schmoren lassen. Ich wusste von Anfang an, dass er eine Entschuldigung möchte, aber ein bisschen Stolz habe ich schlussendlich auch noch. Er versteckte sich hinter diesem Tuch erst, seine Mitstreiter auch, und die standen alle um uns herum wie die Geier, die warten auf, dass irgendein kleines Tier umkommt. Hätte ich da irgendetwas gemacht, wärt ihr alle draufgegangen. Wäre ich alleine da gewesen, dann hätte ich diesen Uhrenbock einfach direkt eins auf die Schnauze gegeben. Es wäre mir egal gewesen. Aber ihr seid mir nicht egal. Ja, das sehe ich genauso.
Danke. Ich habe mir auch Gedanken gemacht bezüglich irgendwelche Tücher tragen in dieser Stadt. Was für einen Sinn hat das, irgendwelche Tücher vor das Gesicht zu klemmen? Wir verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Maskeraden. Ja, die Leute sollen wissen, wer wir sind. Die Leute sollen Angst vor uns haben. Gut, das heißt, alle möglichen Kontaktmöglichkeiten und Verdienstmöglichkeiten, die irgendwas mit dem normalen Bürgertum zu tun haben, die brauchen wir dann nicht mehr, sie? Weil diese Wege sind dann versperrt. Wer soll uns denn verpetzen? Wir sagen einfach, wir waren da nicht. Du hast doch gerade gesagt, die Leute sollen vor uns Angst haben. Sie. Und wenn wir dann loslegen mit gewissen Sachen, werden wir auch keine Maskerade tragen, damit die Leute genau sehen, wer auf sie zukommt und wer Gottes Werkzeug ist. Und ob wir jetzt in Fanon Masken tragen, beziehungsweise keine Masken tragen oder hier keine Masken tragen, das ist egal. Aber nicht egal. Ach, Dio, ich bin auch schon etwas müde wieder. Ja, bevor ich kriege keinen ganzen Satz raus. Einschläfst. Wir müssen etwas tun gegen diesen, wie hieß der? Eddie. Was der ist Mann, mit dem? Der Mann ist der reinste Satan. Was hat er denn getan? Naja, er. Also, Mr. Gabriel, wirklich. Er tritt die Totenruhe mit seinen Füßen, Dios mio. Er nimmt die Toten und nutzt sie als Köder für Wildtiere. Der Mann gehört also beim besten Willen. Der Mann ist so weit weg von Gott. Wir müssen den entweder bekehren oder exorzieren. Ich habe da zwei Möglichkeiten. Wir haben es etwas im Guten probiert, die Tage in der Kirche. Versucht, ihm Gottes Wort nahe zu bringen. Ja, er hat scheinbar kein Wort davon verstanden. Genau. Der nächste Schritt wäre der, dass er von einem Padre exorziert wird, damit der Teufel ihm ausgetrieben wird. Und wenn das nicht reicht, wenn selbst der Padre nichts ausrichten kann, dann kommen wir ins Spiel. Also, anscheinend, was sagte er vorhin, Juan? Irgendein Mann, der von Gott geredet hat, hat ihn wohl ins Gesicht geschlagen, um ihn Gott näher zu bringen. Das hört sich erstmal nicht verkehrt an. Naja, also bei ihm bringt das wohl, glaube ich, wenig, ihm das ins Gesicht zu prügeln. Es hörte sich auf jeden Fall so an, als wäre es einer dieser, also die anderen, die da drüben gerade am Tisch saßen. Es hörte sich an, als hätte er von denen geredet. Ah. Interessant. Ja, tatsächlich konnte ich ihm keinen Namen entlocken. Die Namen waren ihm alles so kompliziert, deswegen. Ja, er hat den einen kaum verstanden, sagte er. Sagte der Richtige. Ich glaube, dieser Mann ist so voll Sünde, dass er nicht mal irgendetwas Deutliches von sich geben kann. Wir sollten es so machen, wie einst Johannes der Täufer es gemacht hat mit Jesus. Ihr kennt mit Sicherheit die Geschichte, aber ich erzähle es nochmal gerne.
Der Fluss Jordan war es, an dem Johannes der Täufer Jesus getauft hat, bevor er in die Lande zog, um seine Geschichten zu erzählen und seine Wunder zu vollbringen. Und diese Taufe hat ihn reingewaschen, sodass er Gottes Werk vollziehen konnte. Und ich glaube, wir können uns diesen Eddie schnappen und ihn auch etwas reinwaschen, um es vorsichtig zu sagen. Ist natürlich etwas schade, dass hier Krokodile oder Alligatoren überall herumschwimmen. Also, was machen wir mit ihm? Erst zum Padre bringen? Oder selber agieren? Also, natürlich selbst erst zum Padre bringen. Man sollte aus Nächstenliebe handeln. Man sollte nicht den anderen nach dem Leben trachten. Ich denke, Gott möchte es genauso, dass man wirklich die Kräfte unseres allherrlichen Vater mitbekommt und auch bekehrt werden kann. Wenn das nicht hilft, dann wird unser Vater uns das Zeichen geben, dass man in der Zeit ist, ihn von seinen Sünden endgültig zu erlösen. Es ist den Versuch auf jeden Fall wert. Was man auch machen kann. Ja. Ich meine, er ist nicht die hellste Leuchte am Kronleuchter. Man könnte ihn auch für andere Dinge benutzen, die vielleicht für uns etwas zu grob sind. Was denken Sie? Ich meine, wenn wir Mr. Monroe holen und dieser Eddie vor ihm steht und mit seiner Axt herumwedelt, das macht doch bestimmt einen gewissen Eindruck. Aber andererseits ist er so dumm, dass er uns die ganze Tour vermassen könnte. Ja, oder Mr. Monroe direkt in ein paar Teile schneidet. Naja, man könnte das Mr. Eddie ganz dumme Aufgaben geben, zum Beispiel: Meine Güte, Mr. Eddie, wir haben da wunderschöne Köder gefunden, oben im Apartment, mitten in Saint-Denis. Dann ist der Mann schneller tot, als du denkst. Sieh, das wollte ich gerade sagen. Ja. Und dann sind wir nicht besser als er. Sieh, und ein toter Mr. Monroe kann doch nicht Welt hinaustragen. Dass Kapitalismus der falsche Weg ist, sie. Ja, da hast du recht. Also bleiben wir bei dem Plan, Padre, und dann kümmern wir uns um ihn. Sie. Ja, man muss es einfach simpel halten. Also ich habe diesem Eddie mit auf den Weg gegeben, dass er und ich ein Problem haben, sollte ich ihn noch einmal mit einer Leiche irgendwo durch die Gegend laufen sehen, die er als Köder missbrauchen möchte. Und ich habe ihm das erklärt, dass er die Totenruhe damit stört.
Er wirkte erst so, als würde er es nicht verstehen, aber wer weiß, vielleicht denkt er jetzt gerade darüber nach, sie. Möglicherweise hat ihm das bisher noch nie jemand erklärt. In Butcher's Creek, wo er herkommt, da handhaben die das nun mal anders. Wahre Heiden, sag ich euch. Na, ich war da noch nie. Also, der Plan mit ihm steht. Brauchen wir nicht weiter drüber reden, glaube ich. Wenn wir ihn mal erwischen und wir wissen, dass der Padre da ist, dann nehmen wir ihn mit. Wenn er eine Leiche dabei hat, dann nehmen wir ihn sofort mit. Und wenn er ansonsten nichts macht, dann brauchen wir auch erstmal nichts machen, denke ich. Bene. Er wird sich auf jeden Fall nicht in Worten äußern, er wird es nur in Taten zeigen können. Sie. Außer er fängt das Studium an. Er fängt was an? Ach, vergessen Sie es. Das war auch nur ein Scherzchen, meine Güte. Ich habe mich auch schon köstlich amüsiert, Juan. Also, das war wirklich lustig. Das sieht man jetzt an meinem Gesicht. Ich glaube schon. Ja, irgendwo war ein Lächeln. Was ist los? Gar nichts. Nichts. Nein, nichts. Danke, danke. Okay. Gut. Raus mit der Sprache, Dios mio. Warum guckst du so? Ich habe keine Schule jemals gesehen. Ja. Dann sagt er diesem Mann, dass er dann studieren kann. Die einzige Schule, die ich gehabt habe, war die meines Vaters und die hat in der Regel mit einer Peitsche geendet. Ja, es tut mir auch leid. Ja. Das war auf jeden Fall keine gute Zeit für dich. Eine Schule habe ich auch nie gesehen. Ist auch egal. Na gut, dann hatte ich wahrscheinlich das Glück. Aber es war völlig überbewertet, voller strenger Regeln und anderen Arschlöchern, die immer was besser wussten. Das war nicht so interessant, wie man sich das denken kann. Und auch aus euch ist eben, sind wir immerhin stattliche Gentleman geworden. Der weltbeste Pferdetrainer, der weltbeste Gitarrenspieler. Dios mio. Kannst du aufhören, mir versuchen, Honig ums Maul zu schmieren? Man gewöhnt sich dran. Es hat Mr. Ortega gesagt und Mr. De La Vega gestern in der Kirche, dass wir uns alle lieber etwas in Demut üben sollten. Wir alle. Und uns Gedanken machen sollten bis zur nächsten Messe, was wir diese Woche an Demut geleistet haben. Ich glaube, ich habe meine Demut gestern Abend schon beweisen dürfen. Gut. Vereinbart das mit dieser Miss Monroe und ich gucke, wie ich sie unterstützen kann, sodass es uns hilft. Sie werden sie treffen. Ich will doch keinen Termin machen. Man trifft sie immer hier und da. Wir können mal rausgehen, dann können wir da einmal vorbeireiten oder fahren, wo die wohnt, dann weißt du das auch. Und wenn du da mit dem Gaul lang kommst, dann kannst du sie ja ansprechen. Wunderbar, dann lass uns das tun. Ich würde mich nämlich gleich zu Bett legen wollen. Wunderbar.
Roman, soll ich dein Pferd nachher entgegennehmen? Gerne doch. Gut, dann. Korn, gibst du ihm Blumen, ja? Er bekommt Blumen, ich nehme Blume. Na, du willst hier nicht allzu viel verändern. Wunderschön. Oder so. Die Kutsche steht ja ausgezeichnet, Gabriele. Was sagst du da hinten? Das ist so laut hier vorne. Die Kutsche steht ja ausgezeichnet. Grazie. Wo ist denn die Kutsche her? Oh, dieses Geschepper auf diese Steine, das ist so laut mit dieser Kutsche. Man hört das. Bitte. Eigentlich müsste ich gleich etwas anbauen bei diesem tollen Wetter. Was sagst du? Das würde sich rentieren. Sie. Das hier ist es? Ja. Interessant. Vielleicht ist sie ja zu Hause. Diese Scheune da hinten gehört wohl auch zu ihrem Grundstück. Das da. Okay. Mrs. Monroe, sind Sie zu Hause? Buenas tardes. Ziemlich ruhig. Ja, wir haben letztens ausgeflogen. Einen Gaul hingebracht, der ärztliche Hilfe brauchte. Ich habe eine Kutsche für hergegeben. Haben Sie ihn darüber unterrichtet, was das jetzt hier passiert ist? Behandelt Sie wohl die Wem? Okay. Mr. Caesar. Gut. No, habe ich nicht. Caesar? Ja? Wurdest du darüber unterrichtet, was hier die Tage passiert ist? Nein. Wir hatten eine kleine Unterredung mit Mrs. Monroe, als wir hier waren. Okay. Ach, Diasmio, das erklärt deine. Deine Reaktion, wenn du das noch gar nicht weißt. Jetzt will ich sie. Manchmal überschlagen sich die Ereignisse, sodass man über solche Dinge hinwegkommt. Ja, sie. Wo fangen wir am besten an? Ich glaube, Juan, du warst es, der gesagt hat, dass ihr Mann sie alleine lässt und mit anderen Frauen herumläuft. Sie. Und dagegen müssen wir natürlich was machen. Es kann ja nicht sein, dass er Ehebruch begeht. Ja, das weiß ich. Sie. Und wir haben sie letztens hier besucht, nachdem Roman und Juan sie angetroffen haben und ihr eingetrichtert haben, dass jemand mit ihr sprechen möchte. Ist das richtig zusammengefasst? Sie. Sie. Und dann haben wir sie hier besucht. Pille und wir drei. Wir hatten eine kleine Unterredung, die etwas länger ging. Und kurzum gesagt, habe ich versucht,
sie davon überzeugen, dass Gott groß ist, alles sieht, alles weiß und dass wir Gottes Werkzeuge sind und etwas dagegen machen müssen. Und am Ende hat sie das, glaube ich, auch eingesehen, dass wir etwas machen müssen und sie wird uns unterstützen dabei. Der Grund für diesen Kontakt war, dass sie Kontakt zu ihrem Mann hat und zu größeren Schichten, höheren Schichten dieses Countys, wo wir eventuell bessere Dinge, bessere Möglichkeiten erreichen könnten, um den Kapitalismus ein Ende zu setzen, um ein Zeichen zu setzen. Ja, verständlich. Und deswegen ist auch diese Dame zurzeit recht interessant. Ja, durchaus. Jetzt macht das für mich auch einen Sinn. Ich dachte gerade eigentlich, ihr wolltet mich einfach nur irgendwo runterbringen. Nein. Gut, das heißt, Gabriele und ich werden wahrscheinlich dann bei ihr sein und hier die Felder bestücken, oder? Ja, und bin jetzt Pferde richtig haltet. Uns um die Pferde kümmern, die bei ihr in der Obhut sind. Naja, das kannst du mit ihr vereinbaren. Ich hätte zuerst einfach daran gedacht, dass du vielleicht hier deine Trainings durchführen könntest. Tue ich täglich. Mhm. Alle eure Pferde wurden hier trainiert. Dann passt das doch sehr gut, würde ich sagen. Dann hast du hier zumindest einen Ort, wo du dich etwas ausruhen kannst. Das ist doch nicht verkehrt. Gut, ich werde gucken, dass ich sie erreiche. Die Hauptstraße nach Van Horn und Ennisburg etwas im Blick sehen. Ja. Mach dir vielleicht zwischendurch Notizen, wer hier mit wem langkommt. Das ist auch immer wichtig zu wissen. Ich habe letztens diesen Ferrucci mit diesen beiden, diesen Bärchen, was auf der Straße lebt, getroffen. Ja, die Heiden. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Heiden sind oder nur, schwer zu sagen. Mal sagen sie so, mal sagen sie so. Auf jeden Fall haben sie sich im Park getroffen und ich habe das Ganze beobachtet und als sie mich gesehen haben, sind sie weggegangen voneinander. Solche Dinge sind interessant zu wissen. Gerade wenn hier verschiedene Leute immer wieder langkommen, die gen Norden reiten. Die Schwester von diesem, wie hieß er noch gerade, der Mann im Saloon? Colter. Colter. Oder Colter oder wie oder auch Colter. Immer. Das ist auf jeden Fall die Blonde von seinen Schwestern. Ah, die vorhin getroffen haben, Jay. Die hat ein Pferd für Mr. Mufasa heute. Einen schwarzen Plattruber, sie? Genau. Das habe ich mir auch schon notiert. Miss Matthews. Ich glaube, Lucille heißt sie, oder? Lucille Matthews. Den Vornamen weiß ich nicht, den habe ich mir nicht notiert. Sie war es auch, die mich informiert hat, dass Mr. Winter sie gefragt hat, ob sie nicht Mrs. Winter sein möchte. Ja, interessant. Also, du wolltest gleich ins Bett gehen, Cesar, hast du gesagt. Ja. Da möchte ich dich auf keinen Fall aufhalten. Du kannst gerne Mrs. Monroe kontaktieren, falls du sie hier sehen solltest und nachfragen, ob du und ich hier arbeiten können. Auf diesen Feldern, beziehungsweise auf den Wegen. Mhm. Dann haben wir sie in unserer Nähe und können sie beobachten, Informationen herausziehen und so weiter und so fort. Mhm. Gerne. Machen wir so. Und ich habe hier den Sumpf in der Nähe. Das ist nicht verkehrt für diese Sumpfgrasgeschichte. Das noch bringt uns besser. Einiges an Geld. Die Kutsche da vorne war zwar billig, weil das so eine alte Ölkutsche war, aber
Trotzdem, das kostet alles Geld. Ey, ohne Witz, habe ich mir auch gedacht. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Grazie. Gott hab euch selig. Ich auch. Eine gesegnete Nacht für dich. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Ja. Das Pferd, oder? Ja, das Pferd. Nimm ihn mit. So, du kommst jetzt zu Mr. Caesar hier. Ah, du kannst bei mir dann mitfahren mit der Kutsche. Sehr schön. Bitte sehr. Bene. Das würde reichen, wenn du mich einfach in der Stadt rauslässt. Ich müsste auch ins Bett. Gesegneten Abend euch. Gabriel, kannst du Roman mitnehmen auf der Kutsche? Das sehe ich. Ich wollte hier gerade nur drehen. Ich glaube, da hinten ist irgendwas drin in dieser Tonne. Was hört sich so an? Die haben Steine reingeworfen oder so. Irgendwas ist da hinten drin, das kann doch nicht sein. Oder vielleicht ist eine Achse etwas rostig und schleift. Warte mal, nimm mal die Zügel hier. Dio, was haben wir denn da drin? Oh Gott. Sehen Sie was? Sie. Oh Dio. Oh Gott. Oh, was haben wir denn hier? Dio, was ist das denn? Mit meine Güte. Das sieht mir aus nach einem. Was ist denn das? Ein Schwert? Sieh, das ist ein Schwert oder so? Machete? Langes Brotmesser? Ich weiß nicht. Na, schneidet auf jeden Fall. Dio, ich muss noch mal gucken, ob da noch was hinten drin ist. Wirf nicht sowas da hinten rein, das macht doch gar keinen Sinn. Oh, warte, da ist noch was. Ja. Pass auf, nicht, dass die schneiden. Vielleicht ist da noch so ein Ding drin. Du hast erwischt. Guck mal, was ich hier habe. Was ist denn das? Da war rein gar nichts drin, ne? Wirklich toll. Ein bisschen Spaß muss doch auch mal sein, ne? Wirklich lustig, ja. Ich musste lachen.
Ne, guten Tag. Ah, buongiorno, César. So. Boah, schöner Garten. Oh, du hast aber gute Arbeit mit dem Pferd gemacht. Ja, denke ich mir. Ich habe nur fast zweimal abgekommen. Ja, aber du hast das Pferd echt gut vorangebracht. Das ist sehr zutraulich. Das hätte ich nicht gedacht. Scheiß Teil. Du solltest leiser reden, wenn du über das Pferd redest. Ja, er meinte die Kutsche. Ja. So. Oh, guck dir das Ding hier mal an. Das ist ganz schön lang. Ach du meine Güte. Was machen Sie jetzt damit? Ich weiß nicht. Sollen wir das verkaufen, oder? Meinst du, das ist etwas wert? Ich kann es mir schon vorstellen, ja. Ich meine, ich habe sonst niemand mit so einem schönen Messer gesehen. Ja, dann lege ich es auf den Sitz oder unter den Sitz. Damit es schön weiterklappert. Das war eine Idee. Mr. One. Sie? Ach so, Roman, ich habe noch was für dich. Ach so, wirklich? Sie. Na gerne, her damit. Hier, bitteschön. Dankeschön. Ja, das werde ich gut verkaufen können. Hier, die Papiere. Dankeschön. Ja, Dankeschön. So. Gut, ich würde mich dann auch mal schlafen legen. Bene. Ich würde auch ins Bettchen gehen. Ich werde mal schauen, wo dieser Wasserturm sein soll. Wenn das natürlich eine Möglichkeit ist, dann fülle ich die Kutsche lieber dort, als mit irgendeinem Eimer Stück für Stück die Kutsche aufzufüllen. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, sieh. Oder ich lasse sie über Nacht offen einfach irgendwo stehen. Noch besser. Das geht auch. Sie. Na Gott sei Dank haben sie die Machete da drin gefunden. Stellt euch vor, dieser Eddie hätte die gefunden. Ja, das finde ich gut gewesen. Na gut. Dann eine angenehme Nachtruhe und Gott segne sie. Ebenso. Eine gesegnete Nacht. Für dich auch, Gabriel. Möge Gott dich schützen. Dich auch, aber warte ja, gerade noch einmal. Okay. Dann geht es dir gut. Du bist heute sehr von Sorgen aufgefressen. Ach, das war vielleicht diese Begegnung mit diesem Eddie. Und das hat, seine Begegnung von gestern wieder hochgeholt, sie. Wie respektlos er mit diesem Toten umgegangen ist. Juan, gedulde dich noch ein wenig.
Wir stehen kurz davor, etwas Tolles aufzubauen. Und sobald wir alles Nötige dafür haben, bist du derjenige, der diesen Sünder bestrafen darf. Gracias. Es sei nicht verzagt. Die Gerechtigkeit liegt auf unserer Seite und mit Gottes Willen werden wir das schaffen. So. Ich werde dich auf jeden Fall in meinem Abendgebet mit einschließen. Gracias, Gabriel. Bene. Dann möge Gott mit dir sein und eine gute Nachtruhe. Dir. Mit dir auch. Buenas noches. Gracias. Gute Nacht. Ja, so ein Boss muss halt auch mal Soft Skills zeigen und so, ne? So ein Ding nämlich. War gut, dass ich nicht angebaut habe, weil der Regen ist, glaube ich, vorbei, ne? Das ist doch diese Wasserturm. Komm ich da dran? Ist hier irgendwie so ein Wasserbottich? Oder meinte er tatsächlich den da vorne? Oder ist da vorne ein Wasserturm? Hoppala. Okay. Okay. Also Wassereimer und let's go. Muss ich mir dann einen Rodes kaufen?
Was soll denn das? Gibt's ja gar nicht. Ich mal bei Roller. Grazie, grazie. Öffner der Türöffner. Ey, das ist so nice, ne, dass wir Kyle wieder getroffen haben. Ich feiere total diese Kutsche, ne? Pass mal auf. Man kann die an der Seite so mitfahren. Richtig geil. Es können 4 Leute hier mitfahren mit dieser Tonne. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie viel Platz hat die nochmal? Die hat 40 Platz für 90 Dollar, kann 4 Leute mitnehmen und Wasser kann man da übel viel reinballern. Ja, ey, das mit Abby ist so witzig, die spielt ja Miss Matthews und dass die von Mr. Winters angebaggert wird mit, wollen Sie nicht Mrs. Winters sein demnächst? Ey, das hat mich ein bisschen gekillt, muss ich sagen. Das habe ich richtig gefeiert. Uli, ich hoffe, du fandest das eben noch geil, mit den etwas die Soft Skills rauszuholen und dich noch einmal kurz zur Seite gerade zu nehmen. Ich dachte mir, dass das gerade passend wäre. Ja, ich dachte mir, das macht Sinn, dass man ein bisschen die eigenen Leute auch abholen muss und alles. Ich habe halt bei Eddie, als er die Leiche da hatte, nicht an die Totenruhe gedacht. Deswegen habe ich das verpasst, in dem Moment anzuspielen. Deswegen habe ich da halt auch reingefailt an dem Abend. Das war halt einer der Punkte, was ich meinte. Ich hätte da auf jeden Fall härter ins Gericht gehen müssen. Ja. Also ich finde, man muss halt auch so ein bisschen den Hass der Gruppe füttern. Also Juan hat jetzt zum Beispiel Eddie, den er richtig scheiße findet. Ich habe per se Gesetzeshüter, die ich richtig scheiße finde. Roman hat den Kapitalismus, also Mr. Monroe, den er scheiße findet. Cesar hat die Leute, die Pferde scheiße behandeln, gefressen. Pille, keine Ahnung. Whisky, keine Ahnung. Muss ich nochmal was rausfinden. Ja, das gehört zur Character Story mit so ein bisschen dazu, ne? Ja gut, ich hab's halt relativ einfach mit dem Charakter, weil Gesetzeshüter halt manchmal Dinge tun, die jeden sozusagen aufstoßen.
Buongiorno. Merda. Diese Bastardos. Wie sie da sitzen und ihr Geld bekommen und einfach eine rauchen. Denken sie wären was Besseres. Alter, dieses Fickt euch hat mich richtig hart gekillt, ne? Das war so der klassische Liam kommt wieder raus. Ja, fickt euch alle. Ob ich das gut fand? Bestimmt, ja. Ich habe es übelst gefühlt. Buongiorno. Ich brauche so einen Eimer. Grazie. Oh, Dio, der Dünger ist aber günstig. Sieh, davon muss ich unbedingt alles nehmen, was ich kriegen kann. Was brauche ich denn noch? Oh, was war noch mal für Moonshine? Zucker, Mais, voilà. Getreide. Ich nehme den Eimer selber mit. Ja, ich finde es schon IC raus. Wobei, nee. Stimmt gar nicht, weil das steht beim Verarbeiter gar nicht mit drin, was man braucht. Das kann man gar nicht IC rausfinden. Außer durch alles Mögliche da reinballern. Das ist verboten, falsche Sachen da reinzupacken in das Verarbeiter-Ding. Was habe ich jetzt alles? Die öffnen. Ich habe auch nur noch 21 Slots frei. Ja, ich mache einfach mal den hier. 7 davon. 7 davon. 7 davon. Gucken, was ist. Ja, wenn da was Falsches drin ist, dann abused du ja sozusagen das Verarbeitermenü als Menü oder als umsonst Lagerplatz und das ist halt verboten. Macht ja auch Sinn. Ich finde dieses Gepolter von der Kutsche richtig geil. Hörst du das Wasser da drin?
Ja, genau. Ich habe heute mal die ganzen hier vom Sammelbuch die ganzen Dinger heute mal aufgemacht, weil ich gerade ein bisschen Platz hatte und ich glaube für die makellosen Halloween-Karten war das. Und mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, ja, das Gepolter kommt, weil da irgendwas drin war, so. Ist mir halt gerade nichts Besseres eingefallen. So. Ja, also war okay, würde ich auch sagen. So. Wie wir sehen, fülle ich die Kutsche damit. Und nein, es wird nicht rausgepumpt. Ist doch klar. Nein, das kommt da nicht aus dem Rad raus. Es ist doch ganz klar, dass ich jedes Mal auf die Kutsche steige und diese von oben befülle. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was rein und passt schon. Die Kutsche ist halt für später wichtig, ne? Jetzt momentan ist das noch nicht so kritisch, von wegen Anbau und so. Was ging denn da vorne ab? Aber später könnte es halt noch relevant werden. Damit. Dann kann ich noch mal Flaschen füllen. Ey, ohne Witz, ne, diese Makros, die sind super. Habe ich jetzt auch gemacht, Muli. Das ist so angenehm. Wieso bin ich eigentlich nicht noch mitgekommen? Ey, meinst du hier hin, oder was? Weiß ich nicht. Ich dachte, du wolltest dich ausloggen oder so, ne? Keine Ahnung. Ah, hier, das hat mir, Dings gezeigt. Der Mr. Eckstein, und zwar bei Bekreuzigen. Genau, bei Bekreuzigen dieses diskrete Grüßen noch mit dabei machen, weil ich habe jetzt ein Makro, bekreuzigt sich und direkt im Anschluss dieses Emote sieht dann so aus. Als wenn der wirklich sich bekreuzigt. Das ist richtig, richtig gut.
Ins Planetarium. Nice. Das ist bei mir schon Ewigkeiten her. In Paderborn war ich im Planetarium. Grundschule. Ich weiß nicht, ob das im Sitzen auch geht. Warte mal, geht das? Du kannst diese Handlung nur ausführen, wenn du zu Fuß bist. Okay. Ja, ob noch jemand geschrieben hat? Ich feiere die Kutsche übel, weil die einfach keiner Sau fährt. Das ist so cool. Ach so, ja, genau. Gute Nacht noch. Sorry. Voll drüber hinweggekommen. Oh, nichts Neues. Ja, weil ich eben 2 Stunden geschlafen habe, bin ich gerade sogar einigermaßen fit. So, das geht. Uli, weißt du die Zusammensetzung von Moonshine? Also ich bin ziemlich sicher, dass es diese 3 Zutaten sind. Getreide, Zucker und Mais. Aber ich weiß es nicht. Das Problem ist halt, der Verarbeiter sagt es einem auch nicht, ne? Buongiorno. Das sieht richtig nice aus. Wildschweine durchwühlen ihre Felder. Der Fuchs hat ihre Gans gestohlen. Kojoten buddeln bei den Toten. Dann sind wir genau die Richtigen, um sie von diesen Lastern zu befreien. Mega schön. Ah, okay. So ist das bei euch also. Interessant. Gerne nehmen wir auch Aufträge an, was Pelz angeht, von Fuchs, Hirsch, Wolf, Puma, Hase oder soll es etwas Exquisiteres sein, wie Leder von Schlange oder Krokodil? Also das Plakat ist mal mega gelungen. Gefällt mir richtig gut. Ich finde das hier von Fairchild auch irgendwie cool. Das hat was. So, die Hammerdorfes sind auch am Stissel. Government. Ah. Also, ich habe noch $128. Bisse. Buongiorno. Bisse. Denn da hinten? Ah! Okay, krass, mir fällt gerade noch was ein.
Aber ich habe gerade gar keinen Platz. Mist. Es ist auch super witzig. Ich habe ja die ganzen Quests so gemacht. Aber ich habe nur einen Bruchteil von denen jetzt selber mal bespielt. Total funny. Alter, die Kutsche ist auch ein bisschen laut. Buongiorno. Aber diese spitzen Hüte, das ist jetzt aber auch so ein neues Ding, ne? Die habe ich sonst in Chapter 1 auch noch nicht gesehen. Also zumindest nicht so wirklich. Ich wollte gestern noch gefragt haben, was denn überhaupt mit der Shady los ist. Dass er sich da hinten rumtreiben muss, nicht mehr hier ist. Das hört sich so ein bisschen mehr nach Französisch an, ja, nicht nach Italienisch. Profuma di Donna. Heißt das Album? Aria di Napoli. So, Fenster runterkurbeln und Arm raus. Gabriele. Mach schön den Macho, Bruder. Mach es. Also,
Ich kann nur Deutsch, Englisch und Schwedisch zu einem gewissen Teil. Also A3-Niveau habe ich da, glaube ich. Also noch nicht B-Niveau. Italienisch kann ich jetzt ein paar Wörter durchs RP. Wahrscheinlich aber auch nur richtig beschissen betont, aber egal. Welche habe ich jetzt genommen? Die oder die? Okay. Müll brauche ich alles nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Auch nicht. Also ich habe 40, 80, 86, also 43 Samen kann ich ballern mit Dünger. 43, das sind 43 mal 7.
So, zack, weg. Hör auf zu sprinten. Ich will nicht sprinten. So, wo kriege ich jetzt das Wasser weggebacken? Ah, wir können noch hier vorne zu dem Typen hin und schauen, wie viele Token wir haben. Schon, ne? 63. Oh, da brauche ich noch so lange für. Alter, was haben wir denn jetzt für Blasmusik? Nee, fühle ich nicht. Ich glaube, das hier waren 5 Token. Das heißt, ich könnte 12 von den Kisten machen. Und zwar 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, warte mal, es wurde gesagt, man muss 1000 Mal bürsten, damit das Pferd sauber ist. Alles klar, mein gutes, gute Nacht. So, und woran soll man jetzt erkennen, ob das Pferd sauber ist? Ich sehe halt keinen Unterschied.
Außer, dass zwischendurch diese Bürste so rot blinkt. Check ich nicht. Meinst du wegen den Pferden? Wir können ja mal gucken, ob hier jemand ist, der Shalom sagt oder so, wenn wir den Markt betreten. Shalom. Ja, das auf jeden Fall, aber boah, weiß ich nicht. So zwei, dreimal eben drüber bürsten, okay. So, Lederbänder 028, hier sehen 102, Leder 59, Feder 029. Verkauf. Feder 09. La la la. Knochen 12. Ach, das Bild ist ja auch weg. So, kaufen. Aha. Okay, krass. Man kann ja mit dem Sammeln von dem Zeug richtig Kohle machen. Okay, Ackerminze, Mutterkraut, Ginseng.
Thymian. 3, 21, 33, 27. Einkauf. So. RIP Kartoffeln. Na, 4, 5. Karotte. Mais 42. Getreide. 50. Orange. Apfel. 27. Alter, die Musik wird auch immer wilder, ne? Ja, das kann man sich doch nicht antun. Ist mir zu französisch. Ja. Da gehen wir rein. Kann ich die eigentlich wieder machen? Jo. Schön. Grazie, grazie. Okay, das müssen wir noch machen. So, streamt denn noch einer von den Rabauken? Ja.
Dann gehen wir nämlich zum guten Mr. Ortega rüber. In dem Sinne, schönen Abend noch, gute Nacht, ciao.